Unser letzter Film, meine Damen und Herren, hat ein ganz anderes Thema. Durch Westdeutschland reist gegenwärtig ein amerikanischer Rockstar, der sich Alice Cooper nennt und der sich von seiner Show nicht nur volle Seele, sondern auch einen verstärkten Absatz seiner Schallplatten verspricht. Wolfgang Ebert hat ihn beobachtet und befragt. Am Schminktisch vollzieht sich eine Wandlung. Der 24-jährige friedlich-freundliche Amerikaner aus Arizona schlüpft in die Maske Draculas. Der Superstar des Horrorrocks. Alice Cooper kam nach Deutschland, um neue Fans zu schocken. Man muss so abscheulich wie möglich aussehen. Je mehr man wie eine billige Hure aussieht, desto besser. Das verstehen die Leute. Man muss ihnen nur die Wahrheit sagen. Hässlichkeit ist Trumpf bei Alice Cooper, einer Namensmischung aus Alice aus dem Wunderland Amerika und dem Hollywood-Star Cooper. Er wandelt sich in die provozierende Rockhure, die wie ein Hurrikan alle bisherigen Vorstellungen von Showmusik von der Bühne fegt. Ein Monster im Transvestitenlook? Eine nervenkitzelnde Mischung aus Sex, Gewalt und Dekadenz? Er selbst sieht sich als Endprodukt der Wohlstandsgesellschaft. Das Abseitige wird zum Revue-Thema. Unisex, die Verwirrung der traditionellen Geschlechterrollen, ist nur eins der Themen dieses Show-Chamäleons. Alice mit der Boa Constrictor Yvonne, die Personifizierung des Bösen. Der neue Superstar Satan stößt Jesus Christ Superstar vom Popthron. Die Gebete und Hymnen der Jesuswelle werden ausgetrieben durch Exerzitien des Okkultismus und Riten der Teufelsanbeter. Alice verpasst dem Zuschauer eine Schocktherapie. Die Show ist wie eine Dirne, die unheimlich viel durchgemacht hat. Eher knallhart als weiblich. Er will Alternativpersönlichkeiten darstellen, das Publikum verunsichern und zur Selbstanalyse und Reaktionen bewegen. Was seine Presseleute als Psycho-Rock propagieren, ist nichts als genau kalkuliertes Produkt. Showbusiness. Das Geschäft auf einer neuen Welle. Der schillernde Schlangenbeschwörer kalkuliert. Die Leute lieben es, geängstigt zu werden. Horrorshow. Dracula Cooper erinnert sich des Comebacks der Grusel- und Vampirfilme. Zu Beginn der Show trinkt er rotes Wasser. Blut. Wandelt sich Alice Coopers Persönlichkeit, während er sich für die Show schminkt? Ja, aber sehr langsam. Die plötzliche völlige Wandlung tritt kurz nach den ersten Bühnenschritten ein. Sitzt die wahre, reale Person vor mir, oder ist es Alice Cooper, der wie ein Satan auf der Bühne seine Show abzieht? Well, they both are. Beide. Natürlich ist es viel interessanter, sich auf der Bühne auszuleben. Der vor Ihnen sitzt, ist derjenige, der pausenlos in den Fernseher glotzt und seine Zeit damit verbringt, sich zu besaufen. Warum betrinken Sie sich? Ich weiß nicht recht. Ich bin einfach dauernd hochprozentig nervös. Jeder hat seine Launen. Einige ziehen Kokain vor, andere Hasch. Ich mag eben Bier. Ist die Show eine Art Psychotherapie für Sie? Ist sie eine Art Seelenorgasmus?
Ja, ich bin nicht gewalttätig. I'm not a very violent person, but on stage. Except on stage. Außer auf der Bühne. Deshalb bin ich am Normalleben nicht gewalttätig. Es ist zu schade, dass nicht mehr Menschen diese Möglichkeit der Abreaktion haben. Ich habe das Glück, es auf der Bühne tun zu können. Warum lieben Sie das Hässliche? Ich habe immer an Antihelden geglaubt. Das Hässliche macht mir mehr Spaß, weil es mehr die Wirklichkeit des Bösen ausstrahlt, als der Weißgekleidete, der immer in letzter Minute als Retter auftritt. Und warum dieses sadomasochistische Auftreten? Warum nicht? Das ist doch der aufregendste Teil unseres Sexlebens. Vielleicht. Man kann da geteilter Meinung sein. I want to be elected. Ich will gewählt werden. Ein provozierender Titel pünktlich im Geschäft zu den Wahlen in Amerika und Deutschland. Diese Band hat ohne Zweifel Showtalent. Langweilen tut sich niemand. Überschwängliche Kritiker sprechen sogar vom bizarrsten und unterhaltsamsten Rocktheater der Welt. Die verunsicherten Fans suchen unermüdlich nach immer neuen Idolen. Je bizarrer und irrealer, desto besser. Das ohrenbetäubende Beatgetöse lähmt das Gehirn. Eine mittelmäßige Mischung aus der Rock'n'Roll-Mottenkiste der 50er Jahre und dem harten Sound der Rolling Stones. Publicity Party für die Alice Cooper Band. Die Manager des Geschäfts planen generalstabsmäßige Werbefeldzüge, in die alle Medien eingeplant sind. Nicht zuletzt das Fernsehen. Selbst das missglückte Fassanstechen ist geplant für die Fotolinsen. Die jugendliche Euphorie der 60er Jahre wird mit Hühnchen und Sekt verschluckt. Der Traum von der Pop-Revolution ist verflogen. Kalter Geschäftssinn hat die einstige Musik der Subkultur längst zu einem Milliarden-Dollar-Unternehmen aufgeblasen. Popmusik ist wie grüne Fingernägel oder Oma-Look Teil eines ganz gewöhnlichen Geschäfts innerhalb der Konsumwelt. Der Ring ist schon Die Stripperin kassiert ihren Publicity-Lohn. Die Medien werben für Alice aus dem Wunderland. Seine Plattenfirma zog einen Damenslip über den Superhit. Die Schule ist aus. Wie stehen Sie zum großen Geschäft mit der Rockmusik? Vor ein paar Jahren konnten Sie sich kein Stück Brot kaufen von Ihren Platten, sagte sie. Und nun ist die Band heiß begehrt. Wunderbar. Ich liebe Geld. Sind Sie nicht total abhängig vom Business? Nein, ich würde es nicht tun, wenn ich es nicht mögen würde. Ich habe wirklich nichts dagegen, benutzt zu werden. Leben in Amerika heißt, zu jeder Zeit ausgenutzt zu werden. Aber Sie halten sich trotzdem für politisch wirksam. Nein, ich glaube, dass Rockmusik an sich politisch ist. Es kommt darauf an, wie man uns interpretiert. Wir beabsichtigen nicht, politisch zu wirken. Wir wollen nur unseren Spaß haben. Das ist unsere ganze Philosophie.
Meine Show ist eine Kreuzung aus West Side Story und dem Film Uhrwerk Orange von Kubrick. Billig, vulgär und gemein wie die Hölle. Das Ergebnis: eine perfekte schwarze Messe. Alice Cooper hat Wolfgang Ebert noch etwas verraten. Er habe, so sagt er, eine Menge Spaß daran, herauszufinden, was das Publikum aushalten kann. Ich bin nicht sehr kompetent auf diesem Gebiet, aber mir scheint auch, das ist hier die Frage. Guten Abend.